Höre Israel, der Herr ist unser Gott. So beginnt das Shema Yisrael, das Grundbekenntnis des Volkes Israel. An einem Sonntag im Kirchenjahr, dem sogenannten Israel-Sonntag, geht es um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Heute steht dieses Thema auch im K4-Gottesdienst im Mittelpunkt, zu dem ich Sie alle begrüße. Vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, was Paulus geschrieben und Johannes zusammengestellt hat, ist nur aus der Sicht des Judentums her zu verstehen. Zum Beispiel die Frage nach dem höchsten Gebot oder die Bedeutung des Gesetzes. Wir haben keine Ahnung, was Gottes Plan mit den beiden Religionen ist, aber Israel wird immer sein auserwähltes Volk bleiben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht fallen lässt das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Treuer Gott und Vater, als deine Kinder kommen wir zu dir, um uns zu besinnen. Zu dir kommen wir, um dich anzurufen und dich zu loben. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast das Volk Israel zu deinem Erben erwählt und hast Jüdinnen und Juden zu Kindern der Verheißung gemacht. Du hast aus den Völkern die Kirche erwählt und hast Christinnen und Christen auch zu Kindern der Verheißung gemacht. Dafür danken wir dir. Aber Geschwister mögen einander nicht immer, und so war es auch mit den Geschwistern der Verheißung. Die Kirche wollte oft und lange genug Israel enterben, verdrängen, gar vernichten. Dafür bitten wir Christinnen und Christen, Jüdinnen und Juden um Verzeihung. Und wir bitten auch dich um Verzeihung. Wir bitten dich, erbarme dich. Geschwister haben eine gemeinsame Geschichte. Und so ist es auch mit den Geschwistern der Verheißung. Die Kirche hat diese gemeinsame Geschichte auf dem Weg der Umkehr zu Israel wiederentdeckt. Das hat den Glauben von uns Christinnen und Christen reicher gemacht und seine Wurzeln tiefer. Dafür danken wir dir. Geschwister haben eine gemeinsame Zukunft. Und so ist es auch mit den Geschwistern der Verheißung. Gemeinsam mit Israel hofft die Kirche auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Christinnen und Christen glauben und hoffen, dass du um deiner Treue willen eine gemeinsame Zukunft für uns alle heraufführst. Wir bitten dich, versöhne uns. Ich lese aus dem Markus-Evangelium aus dem 12. Kapitel. Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete:
Das wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte: Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott, und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm: Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Zu Hause an den Bildschirmen. Heute ist der Sonntag, wo wir über das Verhältnis von Christen und Juden, von Christentum und Judentum in besonderer Weise nachdenken. Eigentlich ist es beschämend, dass man diesen Sonntag, diese besonderen Tage immer noch braucht, um sich nochmal klarzumachen, was dieses Verhältnis eigentlich ausmacht. Aber seit den ersten Tagen, seit es Juden-Christen gab, seit Paulus unterwegs war, gab es diese Schwierigkeiten miteinander. Wer ist denn nun das wirklich erwählte Volk? Die Kirche hat sich sehr schnell bemüht, diese Verheißung für sich in Anspruch zu nehmen und zu okkupieren und zu sagen, alle Verheißungen, die Israel einst gegeben worden sind, gehören eigentlich uns. Aber heute Morgen haben wir einen Text von Paulus, der selber immer Jude geblieben ist, der nie Christ geworden ist, sondern als Jude mit diesem Jesus gegangen ist und gesagt hat, okay, das ist der Weg für uns. Und er schreibt schon sehr früh an eine Gemeinde in Rom, die schon in der Versuchung waren, auf das Volk Israel hinabzuschauen. Und ich lese euch aus dem Römerbrief die Verse, die heute unserem Nachdenken zugrunde liegen. Ich will euch nicht unwissend lassen, Brüder und Schwestern, in Bezug auf dieses Geheimnis, damit ihr euch selber nicht für klug haltet, da Verhärtung über einen Teil Israels gekommen ist, bis die Vollzahl der Völker hinzukommt. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, der Retter wird aus Zion kommen, er wird Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Verfehlungen wegnehme. Gemäß dem Evangelium sind sie Gegner um euretwillen, aber gemäß der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn die Gaben und der Ruf Gottes sind unwiderruflich. Genauso wie ihr früher nicht überzeugt gewesen seid von Gott, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, trotz dieses Nicht-Überzeugt-Seins, so sind auch sie nicht überzeugt von dem euch erwiesenen Erbarmen, damit auch sie Erbarmen erfahren. Gott hat alle vereint in der Nicht-Überzeugung, um sich aller zu erbarmen. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, den habe ich überschrieben mit, damit ihr euch selber nicht für klug haltet. Ich kann mir das schon vorstellen, wie in der Hauptstadt Rom, der Hauptstadt des Römischen Reiches, eine gewisse Arroganz vorgeherrscht hat. Man schaute auf andere hinab und sagte, ja, was wollen die schon wissen? Ähnlich wie heute die Leute vor den Fernsehern
alle heimliche Bundestrainer und Trainerinnen sind, die sowieso besser wissen, wie eine Mannschaft aufgestellt werden soll. So wird es wohl auch von den Römern aus damals gewesen sein. Keine neue Erfindung, also auch in unserem Alltag gut erprobt diese Einstellung. Jeder hat das Recht auf meine Meinung. Ich weiß es sowieso besser als alle. Und auch wenn 1000 Argumente dagegen sprechen, ich möchte es bitte doch selber falsch machen. Beim Fußball in der Regel harmlos, aber was den Bereich von religiösen und politischen Meinungen und Überzeugungen angeht, führt eine solche Haltung schnell zu katastrophalen Folgen. Sie führt in Engstellen und Seichtstellen, die gefährlich sind, denn sie stehen immer in der Gefahr, Ideologien zu werden. Für es gibt nur das eine, das meine und sonst nichts, das verkennt, dass es doch ganz oft auch noch andere Wege gibt. Aber das zuzulassen würde bedeuten, sich selber immer wieder in Frage zu stellen, immer wieder zu gucken, was gibt es noch. Bei uns Menschen sind eindeutige Lösungen gefragt. Hü oder Hot, schwarz oder weiß, auf die linke Seite oder die rechte Seite, sowohl als auch, das ist nicht sexy, das ist nicht gewollt. Und wir erleben das ja im Moment gerade an unserer eigenen Situation, dass wir gerne wollen, dass Leute kommen und sagen, ja, dann und dann haben wir den Impfstoff, so und so müsst ihr euch verhalten, dann und dann geht die Ansteckung weiter, so ist es und nicht anders. Dass Wissenschaft sich entwickelt und neue Ergebnisse hat, ja, das klingt nicht so überzeugend. Das Bedürfnis nach Klarheit, das eben auch Macht demonstriert und manifestiert, hatte schon am Anfang des Christentums in seiner Geschichte immer wieder zu blutigen Klärungsorgien geführt. Bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich. Entweder für Christus oder gegen ihn. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Solche Verse wurden genutzt, um zu sagen, so oder so, sonst geht es nicht. Gott oder Teufel, du kannst nur einem Herrn dienen. All das geht in die gleiche Richtung. Surf und Turf in Glaubens- und Wahrheitssachen, das geht ja gar nicht. Und doch versucht Paulus genau das an dieser Stelle. Er sagt, seid nicht klüger als Gott selber. Bleibt vorsichtig in euren Urteilen. Und dann führt er aus, dass Gott durchaus in der Lage ist, auch zwei Wege des Heils zu gehen. Und vielleicht, darüber müssten wir heute nachdenken, noch viel mehr, die wir gar nicht sehen können. Zweiter Gedanke, denn die Gaben und der Ruf Gottes sind unwiderruflich. Paulus beharrt darauf und sagt, es gibt keine Ablösung Israel. Der Bund Abrahams, Isaaks und Jakobs gilt unverändert, bleibt immer bestehen. Gott vergibt und ist barmherzig, auch an Christus vorbei. Was für eine Zumutung, auch für unsere Ohren heute. Das Nein zu Christus kann auch von Christen als Treue zur jüdischen Tradition gewertet werden. Egal, was wir Christenmenschen dabei empfinden, der Bund Gottes zu Israel bleibt gültig und bestehen. Genauso wie es richtig bleibt, dass für uns Heidenchristen der Weg zu Gott, zu dem Gott Israels, nur über Jesus läuft. Gott stellt mit Jesus seinen Bund mit Israel nicht in Frage, sondern ergänzt ihn um den Seitenweg für uns Heiden, um den Preis, dass es zwei oder vielleicht mehr Wege gibt, die im Geheimnis Gottes verborgen sind. Das Heil Israels ist nicht unsere Sache, sondern allein Gottes Ding. Für uns geht es nicht darum, das in Frage zu stellen, sondern uns über die Barmherzigkeit Gottes gegenüber Israel und gegenüber uns zu freuen, die das Ziel des Weges Gottes mit seinen Menschen ist, auf das er sich aller erbarme, so wie Paulus sagt. Dritter Gedanke, und ich höre den Einwand schon bei ganz vielen, ja, wenn das so ist, dann ist ja alles beliebig. Wie soll das gehen ohne die eine Wahrheit, an die sich alle zu halten haben? Zumutung im wahrsten Sinne, denn es braucht ja Mut, andere Wege zuzulassen. Sie verunsichern mich. Und gleichzeitig ruft Gott jeden Einzelnen persönlich. Die Gebote Israels und die Verkündigung Jesus sind ja so etwas wie Halteseile, die mir die Richtung angeben, in die es gehen soll.
Sie bewahren vor möglichen Abgründen und Abstürzen. Aber daneben gibt es eben auch die persönliche Ansprache Gottes. Jener Moment der persönlichen Wahrheit, in dem ich genau weiß, was eigentlich zu tun ist. Ja, diese Momente vermeiden wir, indem wir auf die eine Wahrheit verweisen und nicht sehen wollen, was die Wahrheit für unser Leben ist, weil sie unser Leben auf den Kopf stellen könnte. Denn wer Christsein ohne diesen Anspruch lebt, lebt irgendwas, aber kein Christsein. Das wäre dann so ähnlich, wie ich letztens ein Gespräch im Lehrerzimmer der Gesamtschule gehört habe, wo es darum geht, wie kann man abnehmen, wie kann man ein paar Kilos verlieren. Und die Leute sagten, ja, würde ich auch gerne auf jeden Fall irgendwie, aber ich möchte auf nichts verzichten. So verliert man kein Gewicht, aber so ist man auch kein Christ, wenn man sagt, ohne den Anspruch an mein Leben und an Veränderung will ich das nicht machen. Vielleicht ist die Lektion heute, die wir lernen müssen, dass es weniger um meine Wahrheit für andere geht, als um Gottes Wahrheit für mich und mein Leben. Sie will mich beanspruchen. Sie will, dass ich mich danach richte und danach lebe. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, die im Judentum gerne erzählt wird. Ein Rabbi fragte seine Schüler, wann der Tag beginnen würde. Der erste fragte, beginnt der Tag, wenn ich von weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Nein, sagte der Rabbi. Dann beginnt der Tag, wenn ich von weitem einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann, sagte der zweite Schüler. Er erntete wieder ein Nein. Aber wann beginnt denn dann der Tag, fragten die Schüler. Der Rabbi antwortete, der Tag beginnt, wenn du in das Gesicht eines Menschen blickst und darin deine Schwester und deinen Bruder siehst. Bis dahin ist noch Nacht in uns. Das ist die Wahrheit Gottes für uns, für dein persönliches Leben, in den Menschen, denen du begegnest, Gott selber zu sehen. Amen. Und suchst du meine Sünde, flieh von dir zu dir, Ursprung, in den ich münde, du fern und nah bei mir. Wie ich mich wend und drehe, geh ich von dir zu dir. Die Ferne und die Nähe sind aufgehoben hier. Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine Ruh. Gericht und Gnad, die beiden bist du und immer du. Lass uns Fürbitte halten. Treuer Gott, zu dir rufen wir als deine erwählten Kinder und bitten um Frieden. Um Frieden zwischen Juden, Christen und auch Muslimen. Dass wir bereit sind, voneinander zu lernen. Um Frieden für das Land der Verheißung, dass dort das Kämpfen und Zerstören ein Ende finde. Um Frieden in den Herzen derer, deren Leben versehrt wurde durch den Hass zwischen Christen und Juden und Muslimen. Lebendiger Gott, zu dir rufen wir als deine erwählten Kinder und bitten um Freiheit. Um Freiheit für alle, auf ihre Weise an dich zu glauben. Um Freiheit im Land der Verheißung, dass die Angst dort vergehe, Mauern niedergerissen und Waffen abgelegt werden. Um Freiheit in den Köpfen derer, deren Denken geprägt wurde durch den Hass zwischen Christen und Juden und Muslimen. Allmächtiger Gott, zu dir rufen wir als deine erwählten Kinder und bitten um nicht weniger als ein Wunder. Um das Wunder, dass die Religionen und Konfessionen gemeinsam für den Frieden arbeiten und beten. Um ein Wunder für das Land der Verheißung, dass dort Wohlergehen für alle möglich ist. Um das Wunder, dass deine Kinder sich die Hand reichen. Christen und Juden und auch Muslime.
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ebenu shalom alechem, Ebenu shalom alechem, Ebenu shalom, shalom, shalom alechem. Wir wünschen Frieden euch alle, wir wünschen Frieden euch alle, wir wünschen Frieden euch alle, wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. Liebe Leute zu Hause, schön, dass ihr dabei wart und diese Zeit mit uns geteilt habt. Auch in diesen Zeiten bleiben wir so miteinander verbunden. Wir denken aneinander voller Hoffnung, im Gebet und mit guten Wünschen. Wer möchte, kann auch online eine Kollekte geben. Der Link dazu wird nachher eingeblendet. Und nächste Woche gibt es auf diesem Kanal den nächsten Gottesdienst. Bis dahin bleibt behütet. So segne und behüte dich Gott der Vater, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der uns durch Christus hinzuerwählt hat, sodass wir zu ihm kommen können. Und es segne dich der Heilige Geist, der uns jeden Tag begleitet und uns gnädig sein lässt mit uns und mit anderen. Amen.